Mein Name ist Jana Vijayakumaran und ich bin 14 Jahre alt. Ja, mein Vater kommt aus Sri Lanka und deshalb ist der Name ziemlich ungewöhnlich. Vijayakumaran. Zur Familie Vijayakumaran gehören außerdem Papa Nataraja, Halbbruder Tim, Mama Simone, Halbschwester Insa und natürlich Jana. Sie liebt Spiele nachmittage, aber Jana hat noch eine viel größere Leidenschaft. Ich bin total fasziniert von klassischer Literatur, weil insbesondere Goethe und Schiller, Shakespeare, mich fasziniert die Sprache so ziemlich. Ich finde das total interessant zu lesen. Neben Jugendbüchern stehen in Janas Regalen viele klassische Werke. Und sie hat alle gelesen. Freiwillig. Und in der Schule nur im Leistungskurs hast du gelesen und sie liest das hobbymäßig nebenbei. Das ist schon ganz extrem. Mein Lieblingsbuch ist, das ist schwierig zu bestimmen, aber ich glaube Maria Stuart von Schiller. Eine 14-Jährige, die von Schiller schwärmt, die will ich kennenlernen. In der Nähe von Düsseldorf überrasche ich sie nach der Schule. Leute, muss ich den Daumen raushalten? Ich weiß nicht, ob der auch so hält. Ah, ich habe sie gesehen. Sie sitzt hier gleich links auf dieser Seite. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Und du bist Jana. Hallo, ja. Grüß dich, Kai. Wie war es in der Schule heute? Schön, ja. War es gut? Ja, sehr schön. Ja, irgendwas überrascht. Ja. Das ist gut so. Voll cool. Ja, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, ich mich auch total. Und ich glaube auch, der Mann, gegen den du in deinem Duell antreten wirst, der ist ganz gespannt auf dich. Ja, aber dem schlottern jetzt schon die Knie. Ja. Weil er eventuell befürchtet, keine Chance gegen dich zu haben. Weil du bist gut vorbereitet. Ja. Ja? Besonders interessant an Jana finde ich, dass sie ein Mix ist. Sie interessiert sich sowohl für Modernes als auch Klassisches. Zum Beispiel hört sie sowohl Charts als auch Mozart. Ich lerne ein vielseitiges und kreatives Mädchen kennen. Keiner kann so winzig kleine Papierfiguren ausschneiden wie Jana. Sie jongliert wie ein Profi. Naja, auch das Jonglierduell hat Jana ganz klar gewonnen. Und sie tanzt. Und sie liest, liest und liest. Andere Teenager lesen moderne Comics. Jana liebt Verse aus dem 18. Jahrhundert. Kennst du irgendjemanden in deinem Alter, mit dem du dich über klassische Literatur austauschen kannst? In meinem Alter gar nicht, leider, nee. Mhm. Ja, und das ist wahrscheinlich dann irgendwann auch so die Standardantwort, wenn du gefragt wirst, wie sieht's so mit den Jungs aus? Ja, und dann sagst du immer, mit Goethe und Schiller läuft super. Genau. Jana, woher bekommst du denn die ganzen Bücher? Ich meine, du liest ja deinen Eltern quasi die Haare vom Kopf. Ja, natürlich halt Geburtstag, Weihnachten und so kriege ich immer total viele Bücher geschenkt. Du bist die erste Leseratte, die einen Sponsor braucht. Wenn Urlaub hat, sie leiht die jede Menge Bücher von Bücherei, nimmt die ganze Sack voll und lest sie alles durch. Ja, wenn ich Zeit habe, in den Ferien zum Beispiel, kann es wirklich vorkommen, dass ich über 20 Bücher in der Woche lese. 20 Bücher in der Woche? Das soll ihr erst mal einer nachmachen. Ich kenne mich mit Goethes Faust besser aus als jeder Experte. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.